langen Wartlichen Rückführungsstand, Prüfung, Hochhandlung, Zugzeitenplatzierung. Dann haben wir die Vorwurz, was mit zu verdeckt ist. Wir sehen eine Prüfung, der Wiener Seekohl, das Zentralband, gute Verbindungen. Da wiederum ein super, sehr lang, gute Buchmatterwachs, also eine Prüfung. Mit gut geformten Zinsen und vorne eine Kuh, die auch in ihrem Nachhut sehr gut präsentieren kann. Ich werde es so machen, dass ich die Schönhundersiegerin zuerst anklatschen tun. Anschließend werde ich die zweitrangierte, am zweitrangierten Vorführer gratulieren und im Anschluss nachher am drittrangierten und die ganz kurze Begründung abgeben. Bitte tun wir unterstützen, wenn wir schon so schön voll haben, die Halle. Tun klatschen. Für die Schönhundersiegerin am heutigen Tag hier in der Seelo Sorixpo 2024. Es ist das Chor. Wo die allererste Abteilung gewinnen können. Herzlichen Dank. Sie gewinnt vor dem Tier mit der Nummer 149. Und der dritte Rang 154. Also ganz herzliche Gratulation zu diesen drei Tieren. Für mich im ersten Rang das Unter, das hinten rein ganz klar das stärkste Unter ist mit dem Superzentralband. Sie hat noch ein bisschen mehr Länge im Unter und vielleicht vom Zentralband her Vorteil. Dann aber die zweite vor der dritten, weil sie noch ein bisschen grössiger ist im Unter. Aber insgesamt eine ganz gefreute Auswahl hier. Gebt nochmal ganz, ganz einen kräftigen Applaus. Dankeschön. Solid gold.